WLAN ist so etwas wie ein Grundbedürfnis für viele geworden. Dicht gefolgt von einem vollen Handy-Akku. Die Städte in Hessen bemühen sich, kostenloses WLAN anzubieten. Und in Wiesbaden setzt sich dafür sogar eine Initiative ein, die Freifunker, die das WLAN-Netz Tag für Tag ausweiten. Die Wiesbadener Innenstadt. Für Gunnar Langer, genannt Günni, heißt jetzt hoch auf den Container, Antenne ausrichten und los geht's. Günni will teilen, das mobile Internet teilen, und zwar mit allen Wiesbadenern. Freifunker-Ehre. An einem heißen Sommerabend bei den Bilderwerfern gibt's heute Wi-Fi für alle, die wollen. Aus folgendem Grund. Die Gesellschaft ein Stückchen wärmer zu machen. Und das funktioniert so. Hinter dem grünen Baum steht ein Wohnhaus. Dort wohnt ein Freifunker aus der Wiesbadener Community. Der sponsert für die ganze Veranstaltung sein Internet. Das wird über eine Richtfunkstrecke von seinem Haus zu einer Relaisstation, die wir jetzt auch leider nicht sehen können hinter den Bäumen, umgeleitet. Und hier kommt die zweite Richtfunkstrecke, endet dann hier an dem Router. Das Internet geht dann quasi durchs rote Kabel und kommt durch die blauen und grünen Kabel wieder hoch auf die beiden Geräte. Und die machen dann das WLAN, was wir dann mit dem mobilen Endgerät dann empfangen. Über spezielle Router können alle Internetnutzer über die Freifunker immer ihre Anschlüsse teilen, wenn sie wollen. Das Konzept kommt an. Weil es kostenlos ist, mein Datenvolumen ist sehr schnell aufverbraucht und deswegen finde ich das eine total gute Aktion, dass es sowas gibt. Mein Datenvolumen ist heute leer gegangen und dann dachte ich mir, ich nutze es einfach mal. Ich nutze es einfach nicht, weil ich irgendwie meine Daten schützen möchte und da halt keinem die Möglichkeit geben möchte, da irgendwie mitzulesen und ja. Die Freifunker aber betonen, solange man sich auf verschlüsselten Seiten bewegt, ist das Internet sicher. 90 sogenannte Knoten für freies mobiles Internet gibt's inzwischen in Wiesbaden, Tendenz steigend. Noch bis Samstag läuft das kostenlose Freiluftkino und für den, der mag, gibt's da kostenloses Internet gleich dazu.